Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Rushly, und ja, ich begrüße euch heute wieder mal zu einem Black Ops 2 Gameplay. Ja, was ist es? Es ist meine erste Nuklear, also das, was nach Nuklear kommt, also unaufhaltsam oder so. Das erste Gameplay von mir auf diesem Kanal, wo es unaufhaltsam gibt. Echt geil, Leute, echt geil. Und ja, gespielt habe ich mit der AN94, mit dem Schaft, mit den schnellen Magazinen und mit dem Schalldämpfer, logischerweise. Als Abschussserien dabei hatte ich die Drohne, die Konterdrohne und den Orbitalsatelliten. Als Perks hatte ich dabei das Leichtgewicht, den Geist, die Gewandtheit und was hatte ich? Noch die Zähigkeit, glaube ich. Ja, das zweite Perk heißt Zähigkeit, genau. Das hatte ich alles dabei und ja. Ich hoffe, das Gameplay gefällt euch. Es ist ganz geil. Es ist eine 31er Gunstreak. Das heißt 31 Abschüsse mit der Waffe, ohne zu sterben. Ja, ich muss natürlich sagen, am Anfang hatte ich natürlich Glück oder besser gesagt ein bisschen Pech am Anfang. Ab hier läuft es dann wieder. Bis dorthin habe ich, glaube ich, 3 Kills kassiert und das sind auch meine einzigen 3 Kills. Es steht am Ende 34 zu 3. Ja, das gegnerische Team war ein bisschen schlecht. Mein Team war auch nicht gerade so. Waren auch keine Helden. Wir haben relativ knapp gewonnen, glaube ich. Und ich habe ja fast die Hälfte der Abschüsse gemacht, wie ihr es euch denken könnt. Ja, meine 37 wären etwa die Hälfte. Ich habe 34. Und ja, zum Teil hatte ich natürlich auch etwas Glück, so wie hier jetzt zum Beispiel. Aber meistens ist es eigentlich so, dass einfach die Gegner genug blöd waren, damit ich da richtig schön durchwaschen kann und schön spielen kann. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, das Gameplay gefällt euch. Es ist richtig geil. Also ich habe mich übelst gefreut, dass ich das hatte. Ich habe es fast nicht erreicht. Das heißt, ihr werdet es dann sehen. Es ist relativ knapp und trotzdem bin ich recht glücklich drüber. Ich habe das noch nie erreicht im Call of Duty Black Ops 2. In Modern Warfare 3 hatte ich schon mehrere Moabs, aber hier hat es noch nie geklappt mit der Nuklearmedaille. Und, oder besser gesagt, wie heißt die? Die nach der Nuklearmedaille, die. Doch, das ist die Nuklear. Die Brutalmedaille hatte ich schon mal, aber die Nuklearmedaille hatte ich noch nie. Von dem her, ja, bin ich relativ glücklich gewesen, als ich das gemacht habe. Und ja, ich muss euch gerade noch was beichten, wenn man so will. Ich habe die Road to Master Serie, wird relativ kurz ausfallen wahrscheinlich, denn der YouTuber, mit dem ich das machen wollte, wir haben die 5 Vorbereitungsspiele zusammen gemacht. Er wurde Platin klassiert, ich Silber. Wir haben noch ein Spiel weitergemacht und er ist schon in der Master Division. Ich bin in der Gold Division wieder und ich weiß nicht, ob sich das lohnt, nochmals so ein Part aufzunehmen, weil das Problem ist ja, deswegen, weil er schon in der Master Division ist, für ihn macht es keinen Spaß, es bringt ihm auch nicht viel. Mir macht es natürlich Spaß, aber ich denke, ich werde einfach Liga-Videos hochladen, vielleicht auch ein paar live kommentiert. Wobei, ja, die meisten werden nachkommentiert sein. Aber ein paar werde ich live kommentieren und hoffen, dass es euch gefällt. Die Road to Master Division wird in dem Fall nicht stattfinden, in dem Sinn, wie sie eigentlich geplant wäre. Aber ich versuche sie natürlich weiterzuführen oder so halbwegs weiterzuführen. Entschuldigt mich, ich bin ein bisschen krank. Mein Hals ist relativ kaputt momentan und ich bin ein bisschen verkältet oder besser gesagt, ich habe ein bisschen die Grippe und deswegen fühle ich mich nicht so cool. Meine Stimme tönt vielleicht ein bisschen komisch, aber ja, das wird sich dann wieder legen. Was ich noch geplant habe, ist, heute kommt Battlefield 4, die Demo für alle heraus, anscheinend. Ich weiß nicht, ob es noch stimmt, aber es soll so sein. Ich nehme an, ich werde das dort so ein, zwei Spiele aufnehmen und natürlich auch hochladen hier auf meinem Kanal. Und GTA 5 Online-Modus, der spinnt bei mir momentan ganz gewaltig. Das macht im Fall fast keinen Spaß. Also, es macht eigentlich gar keinen Spaß momentan. Ich habe das erste Rennen machen können und weiter kam ich noch nicht, weil ich jedes Mal rausfliege im Spiel und das ist relativ nervig, finde ich. Und ihr seht schon, die Unnachgiebig-Medaille steht 52 zu 42, relativ knapp, wie gesagt. Entschuldigt. Und ja, die GTA 5-Reihe. Mir macht das Spiel nicht mehr so Spaß, ich habe es schon mal gesagt, aber irgendwie langsam wird es für mich offensichtlich. Es macht wirklich nicht mehr so Spaß wie sonst. Und ich spiele eigentlich wieder nur noch Black Ops. Ja, warum? Keine Ahnung. Black Ops habe ich einfach lieber. In einem Monat kommt ja schon Call of Duty Ghosts heraus, auf was ich mich schon extrem freue.
Hier hatte ich Glück, dass er auch nachladen musste. Ihr habt es gesehen, ich bin am Nachladen, er ist am Nachladen, wir alle sind am Nachladen. Und von dem her, ja, übelst glücklich, aber ja. Und hier gerade nochmal Glück, weil der andere mich blockiert hat. Zum Glück ist der andere nicht so schnell um die Ecke gekommen wie ich. Und hier ist ein Camper warten. Ein kleines Camper-Gameplay, ne, wie gesagt. Und ja, nächsten Monat kommt ja schon Call of Duty Ghosts raus. Ich werde es mir, also ich habe es mir schon vorbestellt und so. Es wird am ersten Tag, wo es kommt, holen. Ich weiß nicht, ob ich so ein Opening machen soll oder nicht. Ich weiß es noch nicht, ich habe mich noch nicht entschieden. Und ja, hier nochmal glücklich, wie gesagt. Und ja, dementsprechend mal gucken. Call of Duty Ghosts kommt ja bald heraus. Auf das freue ich mich natürlich am meisten in diesem Jahr. Ich werde es mir, also ich habe es mir vorbestellt, ich werde Gameplays bringen. Vom ersten Tag an hoffe ich, wahrscheinlich die ersten zwei, drei werden live kommentiert sein, weil es sich einfach noch nicht lohnen wird für mich, auch zu kommentieren. Und ja, was gibt's noch zu sagen? GTA 5, wie gesagt, ein paar Gameplays wird es noch geben, aber nicht mehr allzu viele. Und zusätzlich ist es halt einfach langweilig ein bisschen, das GTA 5, finde ich zumindest. Vielleicht wird es noch ein paar kleine Gameplays geben, so von wegen Straßenrennen und etc. Mal gucken, aber ja, zum Teil ist es für mich eigentlich nicht mehr witzig. Von dem her macht es mir auch nicht so Spaß. Und ja, das Gameplay neigt sich relativ dem Ende zu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, das Gameplay an sich hat euch gefallen. Ich probiere natürlich noch mehr solche Gameplays zu machen. Ihr müsst euch bedenken, es ist ein Team Deathmatch Gameplay mit 34 zu 3. Und ja, schönen Nachmittag noch. Euer Rushly.